Minuten die Akademie der Jedi. Das wird so fantastisch. Bist du nicht aufgeregt? Wir werden Jedi, lernen die Wege der Macht, konstruieren Lichtschwerter. Natürlich, du hast schon eins. Ich hole mir so ein dummes Übungsschwert und dann... Mach dich doch nicht so verrückt. Ich weiß auch nicht, aber ich möchte einen guten Eindruck hinterlassen. Du wirkst wirklich nervös. Du etwa nicht? Warum auch? Du hast ja schon ein Lichtschwert und bist mir wohl weit voraus. Ich heiße übrigens Rosh. Und wie ist dein Name? Jaden. Wo hast du denn das Lichtschwert her? Das ist eine lange Geschichte. Ich war damals... Festhalten! Ah! Akademie an Yavin Runner 2, hören Sie mich? Laut und deutlich. Wir mussten ein paar Klicks westlich der Akademie notlanden. Geht es allen gut? Ich denke schon. Gut, wir senden Ihnen ein Shuttle vorbei. Können Sie die Schüler zum nahegelegenen Masasi-Tempel führen? In Ordnung, Akademie. Wir treffen Sie dort. Wir treffen uns beim Shuttle. Jaden, hey! Ich hänge fest, kannst du mir helfen? Warte, Rosh, ich bin auf dem Weg. Danke, Jaden. Gehen wir zum Tempel. Jaden, runter! Auf der Lichtung sind Sturmtruppen. Vielleicht solltest du dir das mal ansehen. Du hast schließlich das Lichtschwert. Die Jedi wären stark.
Was? Wer sind Sie? Kyle Katarn, zu Diensten. Willkommen im Alltag eines Jedi. Was ist passiert? Wir hatten gedacht, ihr könntet uns das sagen. Ich sah einen hellen Blitz, rannte hierher und sah dich dann hier liegen. Erinnerst du dich an nichts? Ich sah drei Leute. Einer hielt so eine Art leuchtendes Zepter in der Hand. An mehr erinnere ich mich nicht. Ein Zepter? Das klingt nicht gut. Kannst du stehen? Ja, mir geht es gut. Ich spüre eine Erschütterung der Macht. Du spürst doch ständig eine Erschütterung der Macht. Aber dieses Mal merke ich es auch. Es könnte eine Restaura der dunklen Seite von diesem Tempel sein. Vielleicht. Kyle, willst du nicht? Hier bleiben und das untersuchen? Liebend gern. Dann bring du den Nachwuchs nach Hause. Pass auf, Kyle. Folgt mir alle zum Shuttle. Das war Luke Skywalker. Das glaube ich einfach nicht. Hast du Skywalkers Aufzeichnungen? Ja, bei den ganzen Jedi hier im Dschungel war das ein Kinderspiel. Sehr gut. Ich heiße alle neuen Schüler auf der Akademie der Jedi willkommen. Wir lehren euch hier die Wege der Macht. Ihr werdet lernen, euch mit dem Lichtschwert zu verteidigen und auch Diplomatie und Geschichte kennenlernen. Es ist die Praxis der Jedi, jeden Schüler einem Meister zuzuteilen. Da wir nur so wenige sind, werden allerdings mehrere Schüler einem Meister zugeteilt. Raitaran ist Meister Horn zugeteilt. Ich kann es kaum abwarten. Rush Pennon, du unterstehst Meister Kyle Katarn. Jaden Kor, du bist ebenfalls bei Meister Katarn. Und jetzt wollen wir mit der ersten Lektion beginnen. Möge die Macht mit euch sein. Da war nichts. Aber die Gegend um den Tempel fühlte sich sonderbar an, als wäre seine dunkle Aura verschwunden. Beunruhigend. Sehen wir uns das später an. Deine Schüler warten schon auf dich. Meister Katarn, es ist eine Ehre, unter Ihnen zu dienen. Erstens, bitte nur Kyle. Bei Titeln bekomme ich eine Gänsehaut. Zweitens, ihr dient nicht unter mir. Ich lehre euch und ihr lernt. Mehr nicht. Tut mir leid, ich wollte Sie nicht verletzen. Keine Sorge, Rush, das hast du nicht. Mich verletzen nur echte Profis. Dann schauen wir mal, was ihr drauf habt. Folgt mir zum Trainingsgelände. In diesem Kurs lernt ihr die Hauptkräfte der Macht kennen, über die jeder von uns verfügt. Im Laufe des Trainings werdet ihr dann neue Fähigkeiten erwerben. Euch steht sowohl die helle, aber auch die dunkle Seite der Macht offen. Die Fähigkeiten allein sind weder gut noch böse. Ihr Einsatz macht den Unterschied. Jeder Jedi ist in anderen Bereichen der Macht stärker und es liegt an euch, den eigenen Fokus zu finden. Fangen wir an. Bereit. Hier sind die Kugeln. Das war auch nicht schlecht, Jaden.
Euer Luftschwert ist unschätzbar wichtig. Auch wenn es inaktiv ist, kann es eine potenziell gefährliche Situation entschärfen. Beim Training lernt ihr zusätzliche Kampfstile. Wechselt ihr den Stil im Kampf, überrascht ihr den Gegner, gewinnt die Oberhand. Von hier an sprechen wir über den Comlink miteinander. Fahren wir fort. Okay, Jay. Du musst Macht einsetzen und über die Schlucht springen. Das sollte kein Problem sein. Wenn du fällst, drücke zurück und versuche es noch einmal. Du musst den Schub einsetzen, um hier in den nächsten Bereich zu gelangen. Hey, Jayden, das wird dich beschäftigen, bis ich hiermit fertig bin. Was hat dich aufgehalten, Jayden? Ach, nichts. Sicher? Es war nichts. Okay. Für den nächsten Bereich müsst ihr einen Schalter im Raum greifen. Ihr könnt ihn aber nicht mit den Händen erreichen. Vergesst nicht, die Umgebung genau zu untersuchen. Wenn ihr auf einer Mission eine verschlossene Tür seht, sucht nach der zuständigen Wache. Sie hat für gewöhnlich den Schlüssel. Das war kein Wettbewerb. Tut mir leid, ich... Bei mir solltest du dich nicht entschuldigen. Ist schon okay. Sie sagten ja selbst, es war kein Wettbewerb. Hey, das war ein Scherz. Ich dachte nicht, dass das... Wäre dieser Droide auf Lukes Trainingseinheiten eingestellt gewesen, hätte er Jayden getötet. Was hast du dir gedacht? Jayden, es tut mir leid. Ich kann nicht glauben. Ich wollte nicht... Spaß dir, Roche. Jayden, du darfst wütend sein, aber glaub mir, dass du dieses Gefühl nicht schüren darfst. Das verstehe ich, Meister Catan. Entschuldigung akzeptiert, Roche. Gut, das wäre geklärt. Und nicht vergessen, am besten Kyle. Ja, Meister. Kyle. In Ordnung, Kyle. Okay, ihr seid bereit, das Gelernte anzuwenden. Wie schlagt ihr euch denn in der Welt dort aus? Kyle, ich habe wegen des Abzeichens nachgeforscht, das wir am Tempel gefunden haben. Es ist das Symbol von Marker Ragnos, einem Sith Lord, der vor 5000 Jahren gestorben ist. 5000 Jahre? Meinst du das ernst? Natürlich meinst du das ernst. Achte dort draußen mit deinen Schülern darauf, ob du was über Anhänger von Ragnos herausfinden kannst. Mache ich, Luke.
Wir erhalten unzählige Hilfsgesuche aus der gesamten Galaxis. Da man hier an der Akademie am besten durch Praxis lernt, helfen die Schüler bei allen Arten von Einsätzen. Da du ein Neuling bist, wird dich Kyle auf den meisten Missionen begleiten und dich instruieren und beschützen.